Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miitopia. Wer wird unser Begleiter sein? Es ist Freddy Fazbear. Und ja, ich werde die Mii-Version von ihm benutzen. Es gibt zwar auch welche, die mit dem neuen Miitopia-Mii-Maker, sage ich mal, gemacht wurden, halt mit Perücken und Make-up, aber ganz ehrlich, irgendwie finde ich den ganz normalen Mii-Freddy viel lustiger. Die neuen sind so... Es ist halt einfach nur so ein 2D-Bild auf sein Gesicht geklatscht. Ähnlich wie bei Monita. Aber ich finde, bei Monita sah das doch ziemlich gut aus. Aber hier, bei den Mies, die ich hier gesehen habe, irgendwie mochte ich die nicht. Und deshalb nehme ich die auch nicht. Ja. So, wie wir alle wissen, unser ist Freddy ziemlich aktiv. Wäre er nicht aktiv, dann würde er gar nicht mit uns mitmachen können. Also ist einfach mal wach und aktiv. So, und er... wird unser Koch. Irgendwann muss er hier die Pizza machen, ne? Auch wenn ich im Real Life keine Pizza mag. Das Ebenbild von mir mag bestimmt Pizza. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Ich bin Freddy und ich bin ein aktiver Koch. Das passt doch. Perfekt. Koch. Freddy. Uff. Puh. Endlich geschafft. Tut mir leid, ich bin spät dran. Ich bin Freddy, ein Koch. Ich komme von Freddy Fazbear's Pizzeria. Vielleicht kennst du das ja. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Wurde von diesem komischen Typ angeschaltet, während ich in Parts and Service rumstand und nichts machen konnte. Und jetzt bin ich endlich hier. Und, keine Ahnung, ich mach einfach mal mit. Hab keine Lust mehr, Leute umzubringen. Cool, Freddy hat sich angeschlossen. Yeah, will uns nicht umbringen. Noch nicht. Freddy hat sich uns angeschlossen. Yeah! Vor allem finde ich auch, dass sein Look mit diesen Haaren, mit diesen Haaren und so, passt voll gut dazu, dass er ein Koch ist, weil als Koch muss man ja so Haarbänder so tragen, damit die Haare nicht ins Essen fallen. Und deshalb finde ich, dieser Look passt einfach nochmal viel mehr dazu, als so ein anderer Mii. Je mehr im Team, desto besser. Wir werden uns bestimmt prächtig verstehen. Damit wären wir nun also zu viert. Unsere Reise fußt auf einem wahrlich bedeutsamen Ziel. Wir stellen uns der Gefahr und fordern den dunklen Fürsten Gomme HD heraus. Denn nur so können wir Miitopia die Freiheit zurückgeben. Dies wird gewiss eine beschwerliche Reise voller Widrigkeiten. Demgemäß ist es ein Segen, dass wir nun zu viert sind und somit den... Du, Mike. Können wir nicht langsam mal was essen? Na ja, dann auf harmonische Heldentaten in Hülle und Fülle. Hurra! Toll. So, für Frederik müssen wir natürlich auch nochmal ein Zimmer wählen. Frederik kann neben Maike chillen. Beißt euch aber nicht. Oh, was geht denn da ab? Wen magst du eigentlich ganz besonders? Was? Das verrate ich doch nicht. Was? Sag schon! Was? Niemals! Na gut, dann nicht. Puh. Okay. So random. Okay. Oder willst Rüstung? Eine Leinenrobe. Dann gönn ich dir die. Komm, schnapp sie dir. Sieht doch schön aus. Können wir auch in einer anderen Farbe wählen? Aber wir nehmen sie in grün. Yeah. So, Danny will ein Spielzeugdolch. Okay, gönn ihn dir. Ich habe gerade so viel Geld, hatte ich in der Demo nicht. Deshalb komm, gönn's dir einfach. Ja, ausrüsten. Man kann auch aussehen wie ganz am Anfang des Spiels, trotzdem aber die höchsten Werte von den neuesten Sachen haben. Finde ich schon irgendwie cool und lustig. Eine Anti-Haft-Pfanne willst du. Wir wissen zwar deine normale Pfanne noch nicht, aber okay, dann hol dir halt eine neue. Könnt ihr jetzt noch mal kurz sehen.
Das ist die alte Pfanne. Und jetzt gibt sie gleich nochmal in Rot. Ja, okay. Wenn du sie in Rot haben willst, Freddy, dann nimm sie dir in Rot. Dann ist mir auch egal. Wie du willst. Ah, Banane. Habt ihr letztes Mal schon eine Banane spendiert? Boah. Lass mal futtern. Wir haben nicht genug für alle. Dann müssen wir teilen. So, Freddy, der will alle umbringen. Hier, du kannst ja das Fleisch essen. Nee, nicht so lecker. Koboldfleisch. Nicht so gut wie Menschenfleisch, was? Okay. Hier, Danny, du das nochmal. Oh, Danny mochte es. Er hat sich darüber gefreut. Ja, das ist das Problem. Ich habe kein Essen mehr. Genau deshalb meinte ich immer Essen aufsparen, weil ich habe immer das Problem mit Essen, dass man nicht genug hat. Probier's mal. Okay, jeder mag es, soweit ich jetzt weiß. Okay, bei Freddy weiß ich jetzt nicht, aber sonst jeder mag es. Das ist schon zumindest mal was sehr Gutes. Okay, lass uns doch mal ein bisschen gamblen. Was gibt's denn Neues im Roulette? Ach, Spielzeug Deutsch, hätte ich das vorher gesehen, ne? Aber Moment, ich sehe gerade, wir hätten aber auch noch die Chance auf MP-Bonbon. Nee, ein MP-Bonbon. Wenn es zwei oder drei, würde ich nochmal überlegen, aber eins lohnt sich, finde ich, nicht. Willkommen beim Schnick-Schnack-Schnuck-Automaten. Du weißt ja, wie das hier mittlerweile funktioniert. Komm, dann spielen wir mal eine Runde. Schnick, Schnack, Schnuck. Noch einmal. Schnucken. Mist. Beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück. Wir versuchen es nochmal. Let's go. Ich bin es aber vor. Schnuck. Nice. Tadam. Nice. Nope. Nope. Keine Interesse. Nope. Ich behalte die 500. Die nehme ich mit. Nice. 500 Gold. Schön, schön. Ich hoffe, es stört nicht, dass ich manchmal vorspul. Sondern auf geht's. Mit Frederik diesmal am Start. Auf geht's. Ich finde mein Team einfach so geil. Nice. Let's go. Und hiermit schalten wir einen weiteren Weg frei. Es geht noch weiter hier. Auf geht's. Oh, unser schönes Team. Alles prima. Ebenso. Die Grafik ist so schön. Meine Nase ist verstopft. Wie schön. Das wird dieses Spiel so gut aus. Das Gesicht von Monika auf einem Didenne? Bosskampf? Oh ja, Monika Maus! Mit Grinsepilzen! Wie das Gesicht aussieht. Ich kann nicht mehr, ey. Oh Mann! Bosskampf! Feuer! Nicht lustig. Not funny. Didn't laugh. Oh, wie viel Damage. Verträumt. Ach, hat nichts gebracht. Oh, wir sterben. Nein. Erste Snackpause. HP-Banane. Ich sollte mal helfen. Ja, wir haben ja so viele Streuer. Wir haben es bisher noch nicht gesehen, leider, weil das alles gerade zu schnell geht. Aber Freddy kann auch noch kochen. Ist so gesehen jetzt ein Healer in unserem Team. Du kriegst ein bisschen Heilung. Freddy kriegt auch noch ein bisschen Heilung. Freddy hat gar keine KP. What the? Alter. Gar keine HP. Mein Gott. Okay, Feuer auf die Monika-Maus. Bam! Verträumt. Nice. Bam. Michael spielt mit dem Grinsepilz. Freddy. Oh Gott, nein. Freddy Stone. Oh, verflixt. Die Macht des Horst. Lebensstreuer aktiviert. Kraft des Lebensstreuers. Nutze dieses mysteriöse Streuer, um einen Mii-Charakter wieder zu beleben. Ho, ho, ho. Dein Held hat keine HP mehr.
Tja, Pech gehabt. Ohne HP ist der Kampf so gut wie gelaufen. Aber das ist noch kein Grund, gleich aufzugeben. Mit dem Lebensstreuer kannst du Mii-Charaktere wiederbeleben. Der Lebensstreuer ist also ziemlich kostbar. Verschwende ihn bloß nicht. Hohoho. Wie kann man einen Lebensstreuer bitte verschwenden? Plom. Alle müssen ein bisschen geheilt werden. Ich hab nichts mehr. MP bitte ein bisschen. Okay, let's go. Weiter geht's. Komm, wir haben's gleich. Das Spiel ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ha! Aber die Monika-Maus ist down. Danny. Ah, macht's leider nicht fertig. Nein, nicht auf Freddy. Warum kocht er nicht? Kann er noch nicht kochen? Muss er jetzt mal lernen? Das kann sein. Haha! Ich habe keine HP-Bananen mehr. Erste Nettaktion. Spenden. Hier, 100 Euro, ich meine, hier, eine Witte, nimm. Danke. Ach, bin ich nicht nett. Da steigt unsere Freundschaft auf ein neues Level. Flüchtige Bekannte und dadurch werde ich voll geheilt. Wir können nun angeben. Nice. Verschwinde, du Pilz. Bam. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Dieses Gesicht. Und Freddy macht den Rest. Oh, was ein krasser Bosskampf. Und damit retten wir Monika. Das ist so toll. Das war ja einfach. Ja, easy. Und Freddy erhält ein Level Up. Ja. Ach, erst jetzt lernen wir das. Alles klar. Kleiner Snack gelernt. Stelle HP mit frisch gekochtem wieder her. Genau davon rede ich. Ich meine, das verbraucht auch MP. Da kann man kochen und dann heilt man sich. Bevor man wieder angreift. Und wir halten natürlich noch Bonus-Erfahrung. Die bekommt Freddy. Nice. Mäusesnack-Sternchen und Bratpilze bekommen. Nice. Puh, was ein Kampf. Und wir haben ein Gasthaus entdeckt. Schön. Das Spiel macht echt Bock. Ohne Witz. Oha, was geht denn hier ab? Saubere Arbeit. Freddy macht sauber. Das ist echt tolle Arbeit. Maike wird nicht mal helfen? Weiß er nicht. Irgendwie, okay. Okay. So, ich habe jetzt mit beiden ein bisschen verbessert. Beide sind Level 2 bei mir. Jetzt noch Freddy. Mit Frederik kann ich ja ein bisschen chillen. Ich will eine neue Rüstung, jetzt schon wieder? Oh, eine Magie. Oh, die sieht richtig cool aus. Oh ja, gönn sie dir. Die gönne ich mir selbst. Ich meine natürlich das Ebenbild von Mike. Die sieht echt richtig cool aus. Gibt es auch anderen Farben? Ja, holen wir die uns noch mal in grün. Nice. Ich krieg noch alle Bananen. Ja, gönne ich euch alle. Ihr habt heute gut gekämpft am Bosskampf. Habt alle eure Bananen gefressen. Ihr habt euch diese neuen Bananen redlich verdient, finde ich. So, natürlich, weil Maike schon lange nicht mehr was bekommen hat, kriegt sie auch nochmal eine Banane, damit sie endlich mal irgendwie was Besseres bekommt. Bei mir in der Demo haben die ständig... Okay, geile Animation. Haben die ständig irgendwie Rüstungen gewollt. Jedes Mal eine neue Rüstung. Hier aber nicht. Alles klar. Was können wir denn futtern? Nicht viel. Bratpilze. Feine Pilze, die beim Futtern gleich für gute Laune sorgen. Hier, Freddy, ess die mal. Ja, hat ihm geschmeckt. Mäusesnack Sternchen. Wären die Löcher mit Käse gefüllt, hätte der Käse keine Löcher mehr. Da ist was dran. Hier, Danny. Wie schmeckt das? Es schmeckt gut. Alles klar. Leider kein Level Up. Was heißt Level Up? Sets Up. Aber. Naja, dann ist das halt so. Was gibt's bei Roulette? Lederkluft.
Okay, machen wir mal. Wir können übrigens nichts machen. Das ist automatisch hier alles. Man kann nicht A drücken an einem bestimmten Timing. Alles automatisch. Huh? Wir halten 2 Ausflugstickets. Die nehme ich doch gerne mit. 2 Ausflugstickets erhalten. So, noch Schnick, Schnack, Schnuck mit dem letzten Ticket, was wir haben. Wir können uns immer wieder neue holen. Von daher, komm. Let's go. Schnick, Schnack. Schnuck gewonnen. Wollen wir nochmal? Ja, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, lol. Ich habe einfach nur vorgespult und gespammt. Nice. Nein, ab hier erhöhe ich nicht. Das wird zu risky. Es sind zwar 2000, aber nein. Nein, danke. Die 1000 nehme ich mit. Alter, ich habe richtig viel Geld. Für den Anfang des Spiels ist es richtig viel, finde ich. Muss ich wieder dazu sagen, ich habe die Demo gespielt, für die es nicht wissen. Lol. Alles klar. Dann gehe ich doch mal mit Freddy in Kino. Oder Freddy geht mit mir in Kino. Was möchtest du denn für einen Film gucken? Lass uns ins Kino gehen. Du solltest dir mal die Haare kämmen. Ha, danke. Keine Ahnung. Was für einen Film gucken wir denn? Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Einen Mystery Thriller. Hä? Oh, jetzt ergibt alles einen Sinn. Was genau ergibt Sinn? Weil das Geheimnis, das am Ende gelüftet wurde. Welches Geheimnis? Okay. Zum Andenken ein Banshee, paar Banshee-Tränen. Alles klar. Komm, dann können nochmal Maike und Danny einen Ausflug machen. Können die sich auch mal ein bisschen anfreunden hier. Lass uns angeln gehen. Toller Tag für einen Ausflug, stimmt's? Wie kommt man denn auf sowas? Oh, schön. Ah! Es hat was angebissen. Nee, schon wieder. Okay. Ein MP-Bonbon erhalten. MP-Bonbons, für die du keinen Platz mehr hattest, wurden zum Gasthaus geschickt. Du Glückspilz. So, oh, das ging schnell. La! Flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. All right. Schleim, den noch erhalten. Alles klar. Ja, tauschen wir mal wieder. So. Und dann futtern wir noch ein bisschen, dann gehen wir los. 2 Leute, die haben nämlich noch nichts gefuttert. Die Banshee-Tränen zum Beispiel würde ich gerne mal trinken. Halb süß, halb salzig. Rätsel und geschmacksvolles Getränk. Hat geschmeckt. Ah, Maike mag das nicht. Na dann nicht. Komm, dann lassen wir's. Dann, auf geht's! Chris hat nichts zu essen. Pech. Dann let's go. Oh, Freddy ist mit niemandem befreundet. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Das müssen wir ändern. Und das hier ist nur ein Rückweg. Genau deshalb wollte ich das hier erstmal machen. Weil oben geht's irgendwo hin, sag ich mal, ja. Aber jetzt haben wir das schöne Gesicht von Monika gerettet. Oh Gott, die Steuerung. Muss man noch vom Muffet retten. Und von dem Ekelpaket. Aber von Monika haben wir es wieder. Das kann Mitzi wieder. Von Monika ins Auge sollte es werden. Schönes Anime-Gesicht. Es ist zurück. Oh, ist das hell hier. Hurra, ich habe es wieder. Dieser Abenteurer hat das möglich gemacht.
Vielen Dank. Oh, danke fürs Gambling. Toll siehst du aus. Noch besser als vorher. Okay. Lassen wir die beiden alleine. Zwei Gesichter werden noch gerettet. Und dann sind wir mit Anfangs fertig. Das kann doch nicht mehr so lange dauern, oder? So, Niki. Ist ein bisschen her. Welche Mimo willst du denn? Nehmen wir mal Peach. Ja. Ja. Hallo. Yep. Ich will deine Mimo zeigen. Red nicht so viel. Amigo! So. Vielen Dank! Was kriegen wir dafür? Natürlich Peach Outfit. Nice. Ja, wir haben jetzt wieder 3 Tickets bekommen, deshalb Outfit reicht fürs Erste. Gut. Dann können wir nach rechts. Treuer Soldat Papyrus. Hey, Human! Hier geht es zu Schloss Anfangs. Bedauere, aber nur Berechtigte haben Zugang zum Schloss. Ich muss dich leider bitten, umzukehren. Hier kommst du vorerst nicht weiter. Fun Fact, hier in der Demo ging es auch nicht weiter. Ja. Dann gehen wir halt oben lang. Ich gehe extra nicht nach unten lang. Das machen wir zuletzt. Auf geht's! Volldampf voraus! Auf zur Kiste! Brauche Gold. So, und jetzt können wir uns entscheiden. Wollen wir nach links oder nach rechts? Wir gehen natürlich nach rechts. Zur Kiste. Ich kippe gleich um. Du machst wohl Witze. Ach, im Blick, da liegt irgendwas. Wieder ein MP-Bonbon. Von dem haben wir jetzt mittlerweile voll viele. Mir könnte es nicht besser gehen. Ich wusste, du würdest das sagen. Was? Ein Cumulus. Eine Wolke. Was macht der denn hier? Wir werden es nicht erfahren, denn er wird verrecken. Bam! Er lebt noch. Oh! Alter Falter, das war stark. Er weint. Oh, er heilt sich dadurch. Oh, oh no. Nicht gut. Aber er ist weg. Schön. Bam! Jetzt noch bei den anderen gleichzeitig bitte. Schön, Danny. Schön. Das kommt davon. Nice. So ein Glück. Und Freddy erreicht Level 3. Und bekommt nichts. Aber wir kriegen ein bisschen Essen. Und finden ein Gasthaus. Und unsere Nähe wächst. Flüchtige Bekannte Level 3. Warnen gelernt. Warne einen Freund, der dadurch einem Angriff ausweichen kann. Alles klar. Ja, ich würde gerne weiterspielen. Hm? Ja, sorry, dass wir das Spiel halt Spaß machen und ich weiterspielen möchte. Mike ist wunschlos glücklich. Aber Danny möchte eine Lederkluft. Moment, bevor wir die geben, bevor wir irgendwas geben. Gucken wir mal im Roulette nach. Lumpenuniform. Komm, die hätte ich auch gerne. Die hört sich cool an. Gib her, Mann. Kriegen wir aber nicht. Dafür kriegen wir einen weiteren MP-Bonbon. Wisst ihr was? Ich spiel nochmal. Und spiel vor. Nein, so knapp. Ach komm, oh, 3 Stück, uiuiui. War immer so schlecht, ehrlich gesagt. Okay, dann doch gut.
So, Daddy darf jetzt Schnick, Schnuck mitmachen. Let's go. Schnick, Schnack, Schnuck. Nochmal. Schnuck. Mist. Leider nichts bekommen. Alles klar. Dann kaufen wir mal die Lederrüstung für Maike. So, was gibt's denn hier für schöne Farben? Keine Ahnung, sieht alles irgendwie seltsam aus, um ehrlich zu sein. Denke ich mal, nimmst du grün? Rüstung gefällt mir nicht. Naja. Lederkluft noch für den Danny. Die sieht nämlich viel cooler aus als die Rüstung, die er gerade hat. Geben wir ihm in hellblau. Nice. Und Freddy kriegt doch die Banane. So, und jetzt sind wir fertig. Ich hoffe doch. Denn dann wollen wir doch mal in der nächsten Folge uns zur Kiste aufmachen. Bis dann.